Hallo, ich bin Marco. Das im Hintergrund ist ein Triumph 6-Zylinder GT6. Das war nämlich so, ich war im Urlaub unterwegs und hat mir Marco erzählt, ja, hier, ich habe deine Nummer von Wagner bekommen. Genau. Und dann dachte ich so, okay, ja, du hast dieses Mikrokeramik ja benutzt und Wagner meinte, du bist ein cooler Typ, lass uns mal treffen. Ne? Genau so ist es. Einen neuen Motor drin und wir haben beim Einbau des neuen Motors wahrscheinlich einen Fehler in der Zylinderkopfdichtung gehabt und dadurch ist Wasser in den Brennraum gekommen, hat angefangen zu rosten und wir haben das dann später weggehohnt. Und durch das Hohn haben wir ein paar Wellen und die versuchen wir jetzt mit Keramiköl wieder auszugleichen. Und das ist ein Versuch, bevor man den Motor wieder auseinander nimmt und neu macht, wollen wir mal gucken, was draus wird. Genau, bin ich hier vorbeigekommen und ja, jetzt werden wir heute den Tag hier zusammen verbringen und mal schauen, was sich alles noch hier ergibt. Wir werden das Mikrokeramik einfüllen in den Wagen, dann werden wir mal sehen, wie sich das verhält oder ob man das überhaupt merken kann, weil der Wagen, haben wir schon kurz eine Runde gedreht, ist ziemlich laut, ob man das überhaupt jetzt direkt einfangen kann. Genau. Das wissen wir noch nicht. Aber das ganze Projekt habe ich mal als Idee vorgeschlagen, dass wir das mal ein bisschen so dokumentieren und ich das einfach mal ein bisschen mit begleite, weil ein rein Sechszylinder ist halt immer was Geiles. Ne? So machen wir das. Und dann schauen wir mal, was hier alles noch zustande kommt. Genau. Temperatur ist in Ordnung, Öldruck ist eigentlich auch okay. Ja. Ich bin gespannt, ob man uns hier gut hören kann. Ich habe ja extra so ein Mikro noch mitgenommen, weil ich glaube, der Wagen hat eine sehr, sehr gute Lautstärke schon im Innenraum. Was jetzt so kein Vergleich ist zu dem, was wir aus dem Dreier kennen mit dem 6-Zylinder-Sound. Das ist ja gigantisch, wie tief man sitzt. Ne?
Ich kriege Adrenalin nur durchs Beifahren jetzt. Ne? Wirklich so. Man kennt immer sonst komfortable Autos, wenn es mal ein bisschen schneller oder mal ein bisschen stärker in der Beschleunigung. Das stimmt. Aber das ist hier, würde ich sagen, so echtes Autofahren. Ja. Also noch richtig rough, so groß, ja, laut und schon geil. Kommt ganz anderes Feeling auf. Erinnert mich an, ich bin mal auf dem Ring unterwegs gewesen und da habe ich einen kennengelernt. Der hatte einen BMW M3 umgebaut, voll auf Track, also komplett leer, Käfig drin. Ah, ja. Und der hat uns mal eine Runde mitgenommen in dem Ding. Und das war auch schon richtig hartes Fahren auch. Ne? Das kommt mit dem Ding ja schon ziemlich nah, muss ich sagen. Das ist geil. Ja, wir sind ja auch erst am Anfang. Der Motor muss ja noch eingestellt werden. Ja. Die Weber müssen noch eingestellt werden. Die sind erst noch in der alten Einstellung vom vorherigen Motor. Ja. Es scheint aber einigermaßen harmonisch zu laufen. Ja. Aber die Feineinstellung, die muss noch gemacht werden. Genau, okay. Also das heißt, du hattest ja vorhin einen anderen Motor drin. Ja, ich hatte vorhin einen anderen Motor mit nochmal wesentlich mehr Leistung. Ja, weil der hier ordentlich Zug macht schon, ne? Ja. Der Motor war eben nicht ganz so alltagstauglich, sagen wir es mal so. Also, ja. Ist schon ein bisschen harmonischer jetzt zu fahren. Wie unterscheidet sich das schon? Ist es dann so, dass man viel mehr Zwischengas geben muss? Oder ist es nee, muss man eigentlich nicht, aber das ist reine Show mit Zwischengas. Ja, ah, okay. Fühlt sich einfach geil an. Geile Show dann, ne? Ja. Ja, okay. Aber wie war der andere Motor denn? Also ist der alltagstauglich im Vergleich zum anderen? Der alte Motor hatte mehr Leistung und war nicht ganz so alltagstauglich, weil die Weber nicht so gut harmonieren. Ja. Der Triumph GT6 ist konzipiert worden als Reise-GT. Ja.
man muss sich wundern, das Auto original mit noch mehr Teppich und Verkleidung und auch Isolierwolle, ja, ist verdammt leise. Also es lässt sich sehr kommod reisen in dem Auto. Okay. Ja, wirklich. Ja. Wirklich kommod. Und auch zügig, schnell. Ja. Also kriegst ein Reisetempo 150, 160, kein Problem. Aber das ist ein bisschen dann gemacht, ne? Also Verkleidung raus und... Ja, so, so ein bisschen fehlt auch noch was und man könnte noch ein bisschen mehr machen. Das ist für dich jetzt nur so ein Freizeitauto, ja, ne? Ja. Aber auf der Strecke warst du auch unterwegs mit dem Ding? Wo? Auf der Strecke, also auf Streckenevents oder in Nürburgring? Nein, noch nicht. So Track-Tool-mäßig. Ja. Nee, war ich noch nicht. Ja, richtig cool, richtig geil. Ich finde auch, die Sitzposition ist eigentlich sehr angenehm, ne? Ja. Also irgendwie hätte ich es auch gar nicht gedacht, ne? Also aber du könntest sogar noch weiter nach hinten, wenn ich das ist nur für Koffer sozusagen. Ja. Das ist eine Leiste, die geht bis hier, die kannst du rausnehmen. Ja. Und dann könntest du sogar noch weiter nach hinten und den Sitz auch noch weiter nach hinten stellen. Ja. An die Sitzlehne. Also so passt ganz gut, ne? Relativ bequem. Ja, für die zweite Runde, weil wir sind gestern auch schon gefahren. Gerne. Muss ich sagen, ist echt cool. Also es ist ein sehr, sehr, ich nehme es heute anders wahr als gestern. Ja. Also gestern war noch so, erstmal wirken lassen und jetzt war einfach mehr Adrenalin auch im Spiel. Ja. Weil einfach, ich es geil finde, wie man merkt, wie das Auto arbeitet. So, ne? Also wie es hoppelt, das Fahrwerk ist so, wie sage ich denn das? Also man merkt einfach viel mehr vom Auto. Ja. So, man merkt so, so arbeitet das vorne, so ist der Dämpfer gerade, so verhält sich der Motor, so ist die Vergaserstellung, das eigentlich nur durchs Gehör und durch die reine Wahrnehmung einfach, ne? Abgesehen von allen irgendwelchen Anzeigen, die man sonst hat oder das ganze Weggedämpfte durch den Komfort, den man heute hat. Ja. Das ist dieses roughe, rohe Fahren, was ich eigentlich so geil finde, also gefällt mir richtig gut. Ja, ich dachte, Oldtimer hat man immer ältere Autos so im Blick, aber eigentlich schon. Nein, man kann auch was machen. Das ist schon ein richtig, richtig geiles Ding hier. Mhm. Ja. Mega geil. Und du hast erzählt, du fährst bald zu dem Triumph-Treffen. Wann ist das? Ja, da ist ein GT-Treffen Ende September in großen Kneten. Ja. Also, das wird bestimmt lustig. Ja. Da bin ich gespannt, wie sich das Ganze dann entwickelt. Ja, ich auch. Also wie der Wagen dann läuft. Ich meine, langstreckentauglich hat er. Ne? Also man kann lange Strecken fahren, ohne dass irgendwas mit passiert. Ja, ne? Das ist er, durchaus. Also, solide Technik, auch ohne viel Schnickschnack. Ne? Durchaus. Geil. Dürfte nichts passieren. Ja. Und jetzt bin ich gleich gespannt, wenn wir mal das Keramiköl einfällt. Ja. Ob sich was tut und das werden wir ja weiter im Auge behalten. Ja, auf jeden Fall. Du hast ja gesagt, du willst es ins Differential reinmachen später noch. Erstmal ins Getriebe noch. Genau, Getriebe vielleicht und auch Differential und dann Motor. Mal und dann gucken. Kann man ja mal alles auschecken. So. Genau. Ja, finde ich geil. Ich merke das immer noch. Adrenalin. Das freut mich. Ja, echt geile Nummer. Wie stellt man den Begrenzer ein? Machen wir das über den Knopf? Hier, ich habe ein nicht serienmäßigen Drehzahlmesser. Ja. Da habe ich mir einbauen lassen eine
eine kleine Leuchtdiode, die eine Schaltdrehzahl vorgibt. Dann fängt sie an zu leuchten, dann weiß ich, aha, ich schalte oder ich muss schalten. Und ich habe einen Drehzahlbegrenzer einbauen lassen. Das heißt also, je nachdem wer fährt, vielleicht ein Anfänger oder so, oder man hat einen frischen Motor oder man muss auf irgendwas achten, kann man die Drehzahl begrenzen. Ja. Dann geht er in den Drehzahlbegrenzer und dann hat er dann vorbei, ne? Beschleunigt er nicht mehr. Ja. Das ist ganz praktisch. Auch kann, für man, mich. Kann man mobil dann sagen, es will nicht heizen. Zack. Genau, genau. Oder wenn man mal ein Motorrad an der Ampel hat, was man versägen möchte, dann setzt man die Drehzahl hoch. Ne? Ja. Bis wie viel kann er drehen? Sind die 7 realistisch? Nee. Die 7000? Nee, also ich sag mal 5, 6 maximal. Ja. Darüber. Das ist halt doch ältere Technik und die sollte man auch nicht zu sehr strapazieren. Ja, ja. Okay. Wie ist die Verdichtung von dem? Keine Ahnung. Keine Ahnung, okay. Aber gut, ne? macht auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe nicht ganz so niedrig wie bei dem ersten Motor oder hoch, je nachdem. Wie man es dann nimmt, ne? Ja, geil. Man merkt auch die Hitze richtig, ne? Ein bisschen kommt. Nun scheint auch noch die Sonne, aber du hast schon recht. Ja, man merkt schon, auch während der Fahrt habe ich das schon gemerkt. Ja, ja. Es kommt ein bisschen, wahrscheinlich auch alles warm ein bisschen, ja. Das ist geil. Richtig coole Nummer. Ja, was aus so einem Anruf alles entstehen kann, ne? Ja. Finde ich super cool.